Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Ah, oh, schick sieht's hier auf jeden Fall aus. Schick sieht's auf jeden Fall aus. Oh, jetzt habe ich doch was getriggert. You stand in the awesome presence of Marcus. Da ist ja Marcus. King of the Revenants. Do you fools see now that I speak the truth? Du warst doch schon mal da, Marcus. How did the Revenants get in here? We're not afraid of you. Still, you do not understand. So be it. I shall spare you further misery and raise you into my legion of servants. Mm-hmm. Not this pompous pile of bones again. Well, well. If it isn't the Vandals who demolished my beloved subjects, do you know how much trouble it was to restore them? Sorry. Restore them. What do you want this time, you freaks? Gonna destroy another village like you did mine? Poopy-poo. Poopy-poo. Have I not made that clear? I want you. Join your strength to mine, and I will grant you life eternal. Now there's a carefully crafted lie. Rude. That spineless rogue, Dirad, might attempt to deceive you, but the King of the Revenants is never false. Dirad, is it? Don't suppose that's the creep that overran our village? The one working with the lady in the fox mask? He is my arch nemesis. Uh-huh. How dare that villain seize the prize I had already set my sights on? Die sind sogar Erzfeinde. Quickly now. Give yourselves over to me, that I may grant you salvation from your miserable... Wait, so you're not on the same side as the Revenants that attacked Yharnam? Maybe we should hear him out. Na, dann können wir uns doch zusammenschließen, oder? At last, they see reason. Goodness, but you humans always let the blood go to your heads. I could so easily relieve you of that problem. I found you at last, Skeleton King. Hmm? Who are you supposed to be? I am the Necromancer Milana, your new master. You, my master, what drivel. You think a mere necromancer can... I've been searching for you for a very long time, so let's skip the unnecessary blathering and get to the part where you do as I command. Okay, I'm starting to lose track of who's trying to subjugate who here. Can we save this for later? Hear me. You stand before the King of the Revenants, ruler of the Elden Realm. How can we not hear you when you won't stop saying it? Still, I suppose you don't seem to be a monster per se. Wiederholt sich gerne. Habe ich so das Gefühl. The Arch Revenant Dirad ousted you from your castle and you're merely trying to get it back? Wrong. Beg your pardon? I was not ousted. Losers are ousted. The villain stole the castle from me whilst I slumbered. I fail to see the distinction. And I had no idea there were Revenant kings. Ah, does it fascinate you, child? You've a handsome visage,
much like mine. See how beautiful you could become with just a few small changes. Tempting, but no. Let's get back to the matter at hand. You're saying that if we get a hold of the ruins in this alles. Palace of yours, Castle Harganthia, was it? We'll be able to eradicate the Revenant army? Correct. Within the castle is a device powered by the rune lens of soul calling. Removing the Revenant army from the picture would change the course of the war. All right, then let's go. I'll... Not so fast, Commander. The Guardians are going to take care of this one. Okay. We got something of a personal stake in the matter. Okay. Yeah, Noah. Let us deal with the Revenants. I suppose that works, seeing as we still need someone to recruit new allies. Why don't you focus on that, Commander, while they storm the Revenant Castle? All right. So here's the deal, Marcus. We'll help you get your castle back. But in return, we disable that rune lens and the Revenant army with it. Agreed? It is agreed. Oh, and it goes without saying that once the deed is done, the castle shall be given over to me. Very well. Klingt alles fair. Let us make ready for Guardian Marissa and her team to storm Castle Harganthia. When all is finished, I will hold you to your promise to become my thrall. What? I made no such promise. Oh, thank goodness I can finally add a king to my undead retinue. Der arme Markus. I made no such promise. Oh, Szenenwechsel. So, this is Haishan's palace. Aber sehr viel Gerede jetzt. Sehr viel Gerede in der letzten Zeit. Is the decor not most extravagant? I don't care for it. Oh, well, how fortunate, considering we'll be redecorating it from top to bottom. Enough! What progress with the rune lenses? Er ist nur fokussiert auf seine Runenlinsen. We have tried to entice those with the required talents to come forward, Your Grace, but to little avail. You entice? We need them. Many of them, if we are to fully awaken the primal lens. Bring them to me. By force, if necessary. Yes, Your Grace. Einfach besessen. Oh, and if I may, it just so happens I came by a little prize that His Grace might find interesting. Well, well. If it isn't King Salus Baelrunt of Norrister. Der ist auch wieder aufgetaucht. Nicht schlecht. We found him cowering in one of the neighboring villages. I have long been meaning to ask King Salus something. What? Ah, jetzt hast du Angst. That boy, Noah. The allied army he leads must be headquartered someplace. Ah, die wissen wirklich nicht, wo die Basis ist. Ist das so gut versteckt? I wonder if you might be privy as to where. I couldn't possibly. Weiß der, wo wir sind? Haben wir ihm das verraten? Keine Ahnung. Aber der hat wirklich keine Ahnung, wo wir uns versteckt haben. Das ist ja krass. Geh zur großen Halle. Machen wir. Damit das Gerede noch ein bisschen weitergeht. Aber ich denke mal, die werden uns dann angreifen. Und dann wird hier die große letzte Schlacht stattfinden, oder? Let us prepare the team that will storm Castle Harganthia. Oder das teilt sich jetzt wieder so ein bisschen auf. Don't worry. We'll get this done lickety split. Yep. We've got a score to settle with that arch revenant piece of trash.
I know the castle well, and intend to personally deliver Dirad his comeuppance. But you may have the privilege of attending me. Markus, mein neuer Verbündeter. König der Wiedergänger. Es ist mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. I'm going too. Can't have my thrall making a run for it and breaking his promise. I made no such promise. The skeleton man told me the castle's location. I'll be using something called a menhir as my landmark. So you can rest assured that the teleportation will be flawless, perfect, and devoid of any accidental strandings in the interplanar abyss. We can begin the journey whenever you are ready. Commander Noah, would you give the word? Bescheid. Word is said. Oh, and thanks for doing this, Marissa. Ich hätte für ein bisschen Mana noch einkaufen sollen, ne? Don't mention it. And away we go. Do try not to slow me down, fleshbags. Now would be a good time to start making nice with your new master. I will join you and remain by the entrance if you wish to change your team. Das freut mich. I'll be taking my shop on the road. Oh, zum Glück, danke, Junge. Who else are you selecting for the mission, Marissa? For the record, I would like to go, but the final decision is yours. What she said. So, die sind gesetzt. Dann gehst du auch nach hinten. Markus mit 50. Sie müsste halt die Waffe eigentlich hochschmieden, aber... Wen nehme ich vorne noch mit rein? Ich glaube, mein Kraftprotz hier. Great, I'm in. Aber Markus muss noch hier hin, so. Gar. Auch nicht gut. El Alicante. Ja, dich nehmen wir so. I suppose it's good to see new places. Machen wir es doch so. All right, Marissa. We're counting on you. Wird schon schief gehen. It will strike a huge blow to the Dukes. Luck be with you. Möge die Macht mit euch sein. Is everyone ready to teleport? Our destination is Castle... Hardisgarth. Yes? You do know where we're going, right? Fear not. I am never less than perfect. So. Charmant, wie immer. Oh, das ist die... Oh. Holy crap! Heilige Scheiße, schreiben die da wirklich hin? Are we alive? Because there were a lot of detours that time. It's fine! Perfectly fine! I make no mistakes! Oh, Carrie! You are a paragon! I'm pretty sure we almost died. Paragon! Say it! Unless you think you can do better. I could send you. Nope, you nailed it. No complaints. This is unmistakably the right castle. Sieht doch ein bisschen nach Enddungeon aus. However, Hardisgarth is the castle's old name. How did she know this? So, the castle's floating, right? I'm guessing that's because of the rune lens. Correct. The magical overflow holds her aloft. Stunning, is she not? A truly fitting abode for the King of the Revenants. Henceforth to be known as my thrall.
Perhaps it's in our best interests to keep an eye on this castle after it's been retaken. Nothing. Schöne Musik schon mal. We can sort that out later. All right, let's get started. Everybody keep a cool head. Kriegen wir hin. Poopy. Says a person who's most likely to get carried away. Missions like this call for a laid-back approach. Ich hab keinen Heiler dabei, ne? Says the guy who's so laid-back, his head touches the ground. I'll stay here and provide support. Aber ich kann ja noch mal wechseln. Speak to me if you need to change your team. Ja. And if you want to check on Noah, let me know when I'll blink over for a peek. Hm. Go get him, team. Da muss irgendwie noch Heilung mit rein. Oder kann ich einen von dem eine Rune geben? Aber ich habe keine Wasserrune dabei, ne? Unfairness kann verwendet werden. Stromangriff kann verwendet werden. Nee, will ich nicht wegwerfen. Was mache ich? Was mache ich? Aber es bringt mir ja nichts. Ach, sie ist nur optional, ne? Dann nehme ich sie raus und Francesca kommt mit. No funny business, Thrall. Obwohl, the penalty will be severe. Obwohl die Dialoge schon sehr witzig sind. If someone somewhere is buying tools, step right up. I'll be there selling them. So, das noch rein. Davon habe ich halt nicht viele. Ich nehme einfach so viele mit, ist mir doch egal. Davon 10, das ist gut. Stay prepared. Okay. Dann müssen wir wohl rein. Sieht nach Enddungeon aus. Dann schalten wir das ab. Im gleichen Atemzug wird er uns bestimmt angreifen. Wir beamen uns schnell zurück, kommen in die Schlacht und bumsen Eldritch weg. Ah, now here is a face I thought not to gaze upon again. Were he wise, he would have remained in his slumber, instead of clambering back to his own subjugation. Da hinten, das sieht schon heftig aus, was da auf mich wartet. Ever the fool, don't you agree? Ach du Scheiße. Marcus. My king. Oi, oi, oi. My king. You have returned. My king. My beloved. This castle of corpses was our abode. It's not even the passing of centuries enough to dull our human attachments. Or is it simply that his are abnormally strong? The latter, perhaps. I suppose it does take a tenacious man to vie for his kingdom even after being rendered a corpse. Crazy, was hier abgeht. Crazy. Gruselig.
Vielleicht auch ein bisschen. Ja, sieht gut aus, der Dungeon. Sieht gut aus. Guck mal, gucken, wie weit wir kommen. Heute noch. What do you call these ugly plants? How dare he infest my castle with such repugnant flora? I command you to nip these eyesores in the bud. What? You mean like thwack 'em? Okay. Gut machen. Ah, Perlenarmreif. Auch nicht schlecht. Und natürlich ein paar Gegner. Oh ja. Sind ja auch gleich 6 auf einmal wieder und die halten ein bisschen was aus. Geil. Schöner Dropkick. Oh, das macht er sogar auf alle. Krass. Schnips das Skelettkönigs. Na, der kann einiges. Heieiei. Heieiei, der kann ja einiges. Nicht schlecht. Zack. Aber eigentlich müsste er doch sterben, wenn man ihn heilt, oder? Der gute Markus, Heilmagie, aber ist ja eigentlich Wassermagie. Unbekannte Taschen. Wird mein Inventar mit der Kacke vollgestopft. So, Pflanze kaputt. Rune des unbeugsamen Widerstandes erhalten. So, das ist der einzige Weg, glaube ich, ne? Ja, man muss da rein. Oh Mann. Jetzt hauen sie aber nochmal einen raus. 90% wurde mir gesagt. Ich glaube, da hat sich jemand da ein bisschen geirrt. Das ist doch noch eine ganz schöne Ecke, was man hier machen muss. Oh, cool gemacht. Das ist nicht schön. Krasser. Krass. Geil. Bockt. Bockt. Wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut alles. Begone. Ah, Francesca ist geblendet. Und all Restler hier vorne auch. Alicanto. Warum muss er einfach mal einen raushauen? Der haut aber auch einen raus, ey. Schöner Dropkick. Naja, sie heilen sich selber. Das finde ich immer wunderbar, wenn das so gut funktioniert. For the win. Well done, my minion. For the win. Topas Armreif und bekannte Taschenuhr.
Die Siegelschale. Muss man ja alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Eieiei. Was haben wir noch? Erstmal ein bisschen Bauholz mitnehmen. Ist hier was in der Ecke oder ist es ein Troll? Nein, das ist kein Troll. Rune der arkanen Magie erhalten. Wenn ich jetzt noch irgendwo Runen anlegen könnte, wäre das ja ein Traum. Dann wäre das ein richtiger Traum. Das sind ja ein paar gute Runen, die ich hier sammle, scheinbar. You are unworthy of my presence. Zack, 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 zack. Be gone. Come on. Oh, gleich ein Konter oder was? What? Ah, 55 ist nicht viel. Das steckt ja schon gut weg. Der teilt gut aus, der steckt gut weg. Zum Glück habe ich den noch gefunden. Den guten Hugo. Besser Mann. Oh. Drei Kreisel. Ist ja mein Glückstag. Was ist denn hier los? Womit habe ich das denn verdient? Ah, ich war da gerade schon, ne, und habe geguckt. Dumm. Das ist halt bei so einem Kampf, vergisst man es sofort immer. Kaum macht man einen Kampf, vergisst man sofort alles. Heiligen Baumsplitter. Auch nicht schlecht. Ich denke mal, der ist nützlich. Hier ist nichts. Da, die Blume muss ich wegmachen. Okay, it's on. So, greifen wir mal an. Die heilt mal. Ich hätte echt gedacht, ich schaffe das heute mit der Story. Ich war sehr zuversichtlich, aber leider nicht. Leider gar nicht. Schade, schade. Aber kann man nicht ändern. Hätte gedacht, es weniger. Aber gut, das ist dann noch eine weitere Session und dann sollte es aber passen. Präventive Ankäppe. Wieder eine Uhr. Ist doch ganz gut, denke ich. Da komme ich nicht durch, aber hier, da ist nochmal eine Pflanze. Bisschen getrollt wieder, ja? Na gut, aber da ist eine Kiste. Schleife der Abwehr. Presence. Nur drei. Das geht. Kann ich noch ein Schlucki trinken, letztes Stück Schokolade essen. Take this!
Don't mess with the Guardian. Läuft doch einmal frei. Not even worth sullying my blade. Gürtel des Champions. I will reclaim my kingdom. Ich sollte vielleicht mal ein paar Sachen anlegen und ausrüsten. Verteidigung geht hoch. Oha. Nicht schlecht. Seine Magie geht hoch. Das macht ja gar keinen Sinn. Erhöht Gegenstandfundrate stark. Mhm. Mhm. Dann lieber doch das, oder? Er braucht doch keine Magie. Sogar 40. Enorm erhöht. Erheblich ein Schall-Linsensiegel. Das macht Sinn. Dass sie sowas trägt. Und für sie macht das auch Sinn. Dass er 100 extra hat, macht für ihn auch Sinn. Gut, dann gehen wir mal rein. Oh, da oben gibt's. Da ist eine Kiste. Naja, die muss ich mir holen. Kann ich nicht anders. Kann ich leider nicht anders, muss ich mir holen. Da muss ich wirklich einmal ganz hier hoch. Da oben ist auch noch eine Kiste. Wenigstens lohnt es sich dann doppelt. Das ist ja auch was. Eins. Wunderbar. Oh, nochmal eins. 69. Der frisst dann so einen Schaden. Alle beide eins und er frisst in der Mitte Schaden. Aber ist alles gut. Wir machen ja guten Schaden. Wir machen ja halbwegs guten Schaden. Dieser Markus, ey. Dieser Markus. Das ist eine Marke für sich. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich hoffe, das lohnt sich auch. Rune des SP-Aufladens. Kann ich leider nicht einsetzen. Boah, sechs Stück von den Dingern. Schön geblendet, ey. So, eins ist weg. Oh, er trifft trotzdem. Wunderbar. Angriff. Könnte eigentlich die Salve raushauen? Könnte auch auf alle angreifen und sie heilt einfach mal. Ich denke mal, es ist das Beste. So, jetzt greift er alle an. Let's end this. Sexy. I wasn't scared at all. It's my duty to keep getting stronger. So viel Taschenuhren kann ich gar nicht tragen. Das ist ja widerlich.
Das muss reichen. Francesca kann auch nochmal heilen. Ja, wo ist es denn? Ja, ein Buch erhalten. Gut. Für die Bibliothek ein bisschen was zu lesen. So, jetzt hier. Da geht's ja auch nochmal schön so. Ah, da ist noch eine Kiste. Mystischer Armreif, was macht der? Jetzt müssen wir nochmal wirklich alles durchgucken. Magieverteidigung nochmal 20 hoch und ein Schild Klasse A. So, sie macht die Wiederherstellungswelle. Und der kloppt auch auf alle rauf. Einwandfrei. Ja, nicht alle mit einmal, schade. 140. Der vorne ein Schaden und hinten 140, das kannst du dir noch nicht ausdenken, ey. Das ist ja krass. Aber er ist ja auch nur ein Skelett, ne? Er besteht nur aus Knochen. Muss aber ein Schild her haben. Auto wird schon. Autokampf regelt. Sonnensteinarmreif, okay. Hier gehen wir lang. Ein sehr cooler Dungeon. Der gefällt mir echt sehr gut. Der sieht gut aus. So, neben dem Prüfungsfeld. Das Prüfungsfeld war auch ein cooler Dungeon. Der macht schon ein bisschen was her. Da hinten sieht man schon, kann man speichern wieder. Man sieht halt schon, wo man hinkommt. Das macht's mit cool. Okay, man muss wohl erst hier was kaputt machen. Dass alles aufgeht. Seelenräuber. Oh, da hat jemand, aber ist jemand ein bisschen stärker. Da ist jemand echt ein bisschen stärker. Das war's? Oh, er kriegt ja den. Den Kreisel. Krass. So, gibt's hier was Schönes? Erstmal machen wir das weg. Natürlich nicht. Hier auch nicht. Wurzeln wegwurzeln. Kriegen wir eine weg, zack. Kiste wird frei. Tansanit-Armreif. Also sie scheißen dich aber auch jetzt mit Objekten hier zu. Kann man gar nicht anders sagen. So, da haben wir wohl bestimmt noch was Schönes drin. Der Kies-Armreif, ey, das muss ich mir jetzt alles angucken. Türkis 100 MP. Tansanit war die Magie plus 15. Nochmal 100 MP extra ist auch. Ist auch lecker. Darkness. Ein Schaden kannst du mir noch nicht. Was ist das für ein Tank, ey? Well done, my minions. Krass.
us its golden warrior. Und eine unbekannte Münze. Ich habe jetzt so viele Artefakte. Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Ha. Interessant. 48 Stunden. Ich kann mich hier fallen lassen. Da komme ich wieder hoch. Okay. Ach, wie schön die Kamera aber auch schwenkt. Dafür bin ich hier, ja? Elementares Symbol. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier so mit durch. Ah ja, schön, die Sechser. Volle Lotte. So, weg. Ein Schaden. Und nochmal ein Schaden. Und der macht auch viele Crits. Vielleicht, weil ich ihm dieses Amulett da gegeben habe. Ist das die Crit-Rate? Aber Crit ist doch eigentlich ja mit Glück verbunden. Return to nothing. 135. Ja. Zack. So, jetzt. Aber weg hier. Kleiner Gargoyle, jetzt kriege ich da noch Kreise ohne Ende hier. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. So, den Schalter kann ich umlegen bestimmt. Gut, machen sie schon automatisch. What did I do now? You reversed the gears. Behold, the pinnacle of mechanical engineering. Erstmal heilen wir uns aber. So, genau. Da ist nix. Gut, jetzt müssen wir halt wieder durchlaufen. Ja, das Enden interessiert uns gar nicht. Da war wirklich bloß der Schatz. Zack. Achso, da oben. Da oben geht's dann jetzt noch mal weiter. Achso, ich kann schon rüber, zack. So, haben wir hier noch Schönes. Ein Troll. Erstmal. Aber ich kann hier hoch. Das wird doch ein Grund. Also ich muss ja da oben den Schalter dann umschalten, ne? Also ich muss rüber hier. You are unworthy of my presence. Späten Stunde noch Rätseln, ey. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Return to nothing. Oh, doch 35. Doch 35 Schaden auf einmal. 43, naja, ist halt Magie. Seine Magieabwehr ist nicht so hoch. Er haut erstmal richtig einen raus. Guter Angriff.
return to nothing. Haben sie die nicht weggekriegt? Was ist denn hier los? Skandal. Schleife der Abwehr, Sonnensteinarmer, Rune der göttlichen Fähigkeit. Also, was sind die alles jetzt in den Rachen werfen? Nee, da komme ich nicht hin. Noch nicht. Okay. Dann muss ich mir erstmal hier fallen lassen. Aber weg. Dann muss ich erstmal nach da hinten. Keine Ahnung. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch komplett. Aber auf jeden Fall... Ah, da ist eine Schatzkiste auch. Warte, meine Tasche ist voll. Ich habe 80 Slots. Ja, der ganze Mist hier. Muss ja leider. Und halt die ganzen... Die Runen mal nicht, aber... Oh, eine S-Rüstung. Erhöht Konterrate. Ey, das sind eigentlich gute Sachen. Aber Schleife der Abwehr brauche ich nicht so oft. Perlenbrosche brauche ich auch nicht so oft. Oh, ein Tansanit-Armreif sogar. Kann ich die ja wegschmeißen? Kann die Magie-Ausrüstung. Tansanit-Armreif. Rubin-Armreif. So, jetzt kann ich das hier umstellen. Ah, jetzt komme ich aber nicht mehr raus. Lustig. Also macht das gar keinen Sinn, das umzustellen. Weil ich mir selbst eine Sackgasse baue damit. Nicht so clever, aber gut. Dann lasse ich mich mal hier wieder fallen. Und leg den Schalter um. Ne, da muss ich wieder zurück und oben lang. Achso, ja. Hm. Warten. Lass mich doch rein. Danke. Und wieder hoch. Zahnradrätsel. Wir lieben sie doch alle. Wir lieben sie doch alle. Und sie schwebt sogar ein bisschen da drauf, ne? Na, jetzt gerade nicht. Ah, doch. Sieht so aus, als wenn sie schwebt. Jetzt nicht mehr. So, und jetzt hier rüber. Ach ja. Was war das heute wieder für ein Fest? Am Ende doch nicht geschafft. Hier klemmt sogar mit einer Pflanze.
Das hätte man bestimmt lösen können, ne? Da man noch ein super Item bekommt. Zusätzliches super Item. Aber gut, ich muss nicht alles haben. Also hier wirst du ja wirklich sehr, sehr... Oh, eine Schatztruhe. Erstmal die Schatztruhe. Und dann können wir weiter gucken. Lilith. Oh, schön daneben. Gott, ich habe mich gerade richtig erschrocken über das Geräusch. Was? Sven-Armreif? Sven-Armreif? Ach, die schlafen alle. Ein schönes Nickerchen machen sie. Heilige Scheiße. Das haut aber rein. Mein Automodus rausnehmen. So, machen wir den hier. Pubi wird das schon regeln. Super Pubi. Super Pubibi. Ja, Body Splash. Oh, this was divine providence. It's my duty to keep getting stronger. Marisa wurde eine neue Rune freigeschaltet. Ich glaub's auch. Ach, sind wir schon beim Premium Heilkraut angekommen? Was habe ich hier Schönes noch? Geht die Stärke nochmal extrem hoch. Dreimal ein Türkisarmreif. Krass. Also es gibt sehr, sehr gute Gegenstände hier. Und es hört nicht auf. Rune der Runensplitterstudien. Hä, war das jetzt hier umsonst oder was? Okay, it's on. Natürlich fliege ich lang. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich weiß, dass ich müde bin. Und jetzt hier diese Wendetreppe wieder runter muss. Ich glaube, da muss ich mal mit frischem Geist ran. Mal, die Kämpfe sind auch anstrengend. Ein bisschen. Der macht erstmal den Dropkick nach hinten. Der zieht durch. Schlafen alle schön. There's a little guardian arcana.
Tja, muss ich gleich nochmal gucken, wo ich da falsch abgebogen bin. Oh, Gottes Willen. Ey. Das sind auch nervige Gegner gerade. Scheiße. Türkisarmreif können sie sonst wohin stecken langsam. Aber das ist doch der einzige Ausgang. Oder liege ich komplett falsch? Ah, ich hab's jetzt gelöst. Oder, hä? Irgendwas muss ich jetzt nochmal anders machen, glaube ich. Aber... das ist eine Sache für wann anders. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.